Weil das sind ja die Fragen, die wirklich interessieren. Nicht, was ich gerne wissen möchte, sondern was die Leute daraus wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Catching Up With, und ich stehe heute hier mit Philipp Büttner bei Aladdin, wie man erkennen kann, neben uns. Hey. Hi Philipp. Schön, hallo. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, bitteschön. Samstag vor einer Doppelshow. Ja, es ist krass heiß in Hamburg, also Agrabah-Feeling live in der Stadt heute. Auf der Bühne ist noch schlimmer. Ich wahrscheinlich. Ja, ich habe wieder die Community draußen nach Fragen gefragt. Und legen wir doch einfach direkt mal los. So, die erste Frage kommt von Melli und sie schreibt: Der nächste Aladdin-Besuch steht an, doch vorher wird die Stadt erkundet. Was muss man in Hamburg unbedingt gesehen haben? Also, was natürlich jetzt die Riesenattraktion ist für alle, ich war auch selber schon dreimal drauf, ist die Elbphilharmonie. Mhm. Ich meine, ich war auch schon drin. Ich weiß, da gibt es... Hast du Karten bekommen? Ja, und da gibt es nämlich die Möglichkeit, ich will jetzt nicht die falsche Uhrzeit sagen, aber kurz vorher jeden Tag Restkarten oder Daten zurückgegeben zu ergattern. Was natürlich immer gut ist, wenn man eh in Hamburg wohnt, dann kann man da montags einfach hingehen. Ja, das stimmt. Was muss man auf jeden Fall noch? Ich liebe es, Mittagstisch in der Bullerei zu essen. Das ist das vom Tim Melzer, und da gibt es so einen relativ günstigen Mittagstisch unter der Woche. Ich will jetzt hier nicht Werbung machen für ein Restaurant, aber ich liebe einfach das Essen, weil es günstig ist und einfach super lecker. Ich war natürlich auf dem Michel oben, auch, ich meine, ich mache natürlich selber immer das Touristenprogramm mit, wenn Freunde, Familie kommen. Ja. Kann ich aber auch empfehlen, weil der Blick ist wirklich, ist wirklich toll. Wir sind auch hochgelaufen. Irgendwelche Geheimtipps für dich, wo du gerne bist, was jetzt abseits vom Tourismus vielleicht ist? Geheimtipps. Ich meine, das ist ein... Ich liebe Pflanzen und Blumen. Ich meine, das ist jetzt nicht so touristisch, aber das zum Hinsetzen, zum Hinliegen, zum Entspannen. Vor allem ein cooler Park mitten in der City, und es ist komplett ruhig dort. Ja, total. Ja, das sind jetzt meine Hamburg-Tipps. Sehr schön. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. So viel Zeit hat man ja auch leider immer gar nicht. Ja, das stimmt. Man ist ja immer viel zu kurz hier. Die nächste Frage von Simone, und sie schreibt: Angenommen, du kommst an einem Tag wie üblich ins Theater, schreibst dich ein und spielst an diesem Tag nicht wie geplant Aladdin. Welche Rolle würdest du sonst gerne mal spielen wollen? Oder würdest du sogar mal einen Rollentausch mit Jasmin machen wollen? Also, ich muss, was ich oft auch zu Kollegen sage, was ich mir wünschen würde, wenn man so ein Stück so lange spielt, dass man mal eine Vorstellung für sich macht, wo jeder seine Rolle zieht. Mhm. Was weiß ich, einen Tag vorher jeder zieht und man spielt für sich das Stück. Ich glaube, es wäre mega witzig. Also das ist so meine Fantasie. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde wirklich gerne Jasmin spielen. Ich glaube, das wäre mega lustig. Und Jafar, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mal Jafar. Ich bin wahrscheinlich kein Jafar, es wäre wahrscheinlich auch nicht gut, aber ich glaube, es würde mir viel Spaß machen. Hauptsache, es wäre mal lustig gewesen. Sehr schön. Die nächste Frage kommt von Shara, und sie möchte wissen: Was würdest du tun, wenn du eine Nacht im Kaufhaus eingesperrt sein würdest? Ich glaube, ich würde viel essen. Also wir gehen jetzt mal von sowas wie Kasch, wo es auch so eine schöne, leckere... Oder so Hamburger Meile oder irgendwas. Ja, sowas. Wo es so eine ganz tolle Essensabteilung gibt. Ich würde viel essen, und dann würde ich, glaube ich, in die Spieleabteilung gehen und die Packungen aufreißen. Kennst du noch Super Toy Club? Ja. Das, wenn man das so, dieses, die haben 5 Minuten Zeit, durch so einen Toys R Us zu rennen und sich alles einzupacken. Das, und davon hat man als Kind geträumt. Wie gerne wäre ich auch da durchgerannt. Ja. Ich habe das witzigerweise letztens mal gesehen. Also, das gibt es anscheinend noch. Oder es waren Wiederholungen, weil ich. Vielleicht gibt es ein Remake mittlerweile. Das war ja auch in den 90ern. Das war nämlich auch ein anderer Moderator. Das muss ein Remake sein. Da dachte ich auch wieder, wie gerne würde ich. Aber da würde ich glaube, Chips, Eis mitnehmen, hoch in die Kinderabteilung und alle Spiele ausprobieren.
PlayStation, Nintendo, alles am Start. Alles. Ein Puzzle. Die Kinder, Saalhüpfen, was weiß ich, was ich finde. Mhm. Cool. Das ist eine sehr coole Frage gewesen. Wäre natürlich geil, wenn es sowas mal in Wirklichkeit vorkommt. Du, es ist so ein bisschen der. Ist das nicht auch bei Kevin allein zu Hause, wo er dann mal. Ja, genau, der ist in diesem riesen Spielzeuggeschäft. Ja. Wo er Trump trifft, ist das dieses. Ja, das ist. Ja, ich glaub, das ist der Film. Die nächste Frage von Julia, ein bisschen mehr basic. Ja. Wie bist du darauf gekommen, Musical-Darsteller zu werden? Also, welche Faszination hast du an diesem Beruf? Das ist eine sehr gute Frage, weil die Faszination an Singen und Musik, die ist schon sehr, sehr lange da. Und woher die kam, kann ich gar nicht so sagen, weil ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das ist, was Musical ist, was Theater ist. Meine Eltern haben da jetzt nicht so viel mit zu tun. Und ich wollte, seit ich ganz klein bin, Sänger werden und Schauspieler. Und das hat immer so ein bisschen gewechselt. Mhm. Und dann wirklich die Idee, Musical zu machen, kam, als ich hier in der Flora Tanz der Vampire gesehen habe. Ja. Mit 14, das habe ich zum Geburtstag damals bekommen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, da ist es. Das passt alles zusammen. Ja, und so macht man dann weiter irgendwann. Im Abi habe ich dann gedacht, so, jetzt wird es ernst. Also das heißt im Abi in den letzten 2 Jahren. Ja. Und habe immer mehr gemacht in dem Bereich. Und dann bin ich zu den Aufnahmeprüfungen. Also auch eher der Spätzünder? Und nee, gar nicht. Nee, ich habe also ich habe in dem Bereich gemacht, seit ich klein bin. Okay. Seit ich 13, 14 bin, sehr viel. Und in den letzten 2 Jahren nur noch. Okay. Also ich bin von der Schule gegangen. Ich habe so Turniertanz lateinamerikanisch gemacht, relativ intensiv mit 8-9 Stunden Training die Woche. Ich habe Ballett dann angefangen, weil ich dachte, das reicht nicht mit dem Latein, du tanzt zu wenig. Dann habe ich da Privatunterricht genommen, relativ günstig, zum Beispiel 5 Euro pro Stunde, das darf man gar nicht. Oh, krass. Darf man gar nicht. Und noch Gruppenunterricht, ich war 2-mal die Woche beim Gesangsunterricht und okay, also die ganze Woche gut ausgebucht. Am Ende wirklich nichts anderes, außer sich vorzubereiten. Aber ich habe früh angefangen und ich singe, seit ich ganz klein bin, den ganzen Tag. Und das empfehle ich auch jedem, der, wenn nach der Show irgendwie Kinder kommen oder Familien und sagen, hey, meine Tochter, mein Sohn, die wollen das mal machen. Und ich sage, fangt so früh an, wie es geht. Und dann ist es eigentlich egal, was man macht, ob man zum Hip-Hop geht, ob man zum Jazz-Tanz geht, ob man lieber Stepp oder Ballett macht oder ob man in eine Rockband geht oder ob du Operetten lieber singst, ist egal, aber solange du dich aus Spaß früh damit beschäftigst. Genau, aus Spaß. Aus Spaß. Und das ist. Das muss dabei sein, das darf nicht fehlen. Voll. Sonst wird es eine Qual. Ja. Wenn man das 8-mal die Woche macht und keinen Spaß mehr hat, dann, ja, verständlich, wird es sehr schnell sehr hart. Ja. Sehr gut. Die nächste Frage kommt von Franziska und sie fragt, welche Rollen aus Stücken, die noch nicht in Deutschland sind bzw. waren, würdest du gerne mal spielen? Also was läuft am West End oder Broadway? Es läuft am Broadway ein Stück, was ich ganz toll finde, das ist die Evan Hansen. Ah ja. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ja. Ich habe Pippin am Broadway selber gesehen, da war ich auch sofort, dachte so, das würde ich am besten in der Produktion, der Inszenierung sofort. Direkt auf die Bühne gesprungen, hier, ich mach ja, mit. Ja, also das war wirklich, das war der absolute Hammer. Pippin, das war auch mit das Highlight, als ich in New York war. Sehr cool. Ja, die 2 Stücke, sofort. Sehr hier schön. Bin ich, falls es jemand sieht. Sehr cool. Die nächste Frage kommt von Isabel und sie möchte auch eine Frage fragen, die natürlich sehr beliebt ist bei solchen Interviews. Hattest du schon mal bei einem deiner Engagements eine richtig peinliche oder witzige Panne? Also was uns letztens hier passiert ist, das war auch mega lustig, ist, also was heißt mega witzig? Ich habe hier bei Aladdin diese, wie gut wir uns verstehen heißt das Stück, und tanze mit dem Genie so einen größeren Freundschaftstanzteil und ich springe hier auf dem Rücken und mein Fuß hat sich in seiner Hose, also wir haben ja diese großen Wallerhosen und mein Fuß, das habe ich nicht gemerkt, ich bin also Huckepack draufgesprungen, der war da drin, und dann bin ich da runter und ich habe es so hingelegt, ich habe mir jetzt nichts passiert und das war sehr witzig, ich weiß nicht, wie es, vor allem sagte ich dann auch so,
Ich weiß auch nicht warum. Ich lag auf dem Boden und sagte noch zu ihm, das war jetzt nicht so gut, oder? Man fragt sich, was denken die Zuschauer, die das gerade sehen? Und das Zweite, was ich öfter auch erzähle, ist, ich habe in Thun gespielt, Romeo und Julia, da stand auf der Bühne so, so ein Autowrack und ich musste in meinem Lied da so, mich da so leidenschaftlich dran werfen und eine Show breche ich mit meiner Faust durch die Fensterscheibe, die okay. Alles voll Glas auf der Bühne. Alles voll Blut. Ich musste dann auch ganz schnell da wohin rennen und oben weiter singen und ich stehe da oben und singe. Und dann spüre ich nur, wie es hier so den Arm runterläuft. Und dann guckst du, dann steckt man hier so im Arm. Hier sieht man noch den Rest. Es war hier so. Ah ja, wow. Fast an der Haare auch. Es war überhaupt nicht. Ja, bestimmt, jetzt, wo man so sieht. Es war an sich überhaupt nicht schlimm, aber man steht erstmal da hin. Oh Gott, weil du weißt ja nicht, wie schlimm es ist. Oh Gott, was habe ich gemacht? Dann siehst du das Glas da unten liegen, weißt, die Show, da ist so viel Tanz dabei. Jetzt liegt da alles voll Glas. Also, ja, im Nachhinein ist es lustiger. Also nicht alles passiert ist, dann war mehr so, oh shit. Vor allem, dass man sich dann denkt, oh Gott, wenn das jetzt so schlimm ist und ich jetzt diese Show unterbrechen muss und es jetzt eine Umbesetzung geben muss und dann großes, wir hatten da auch keine Pause in dem Stück, aber es ging alles gut. Okay, also keine peinliche, sondern eine gefährliche Panne. Sehr gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Steven und er möchte wissen, was ist dein größter Traum? Was ist mein größter Traum? Ich meine, das Schöne ist, dass ich meinen größten Traum eigentlich zurzeit lebe. Und das war einfach in dem Beruf, und das ist jetzt nicht nur konkret Aladdin, sondern überhaupt in dem Beruf so Fuß zu fassen, dass man die Rollen spielen kann, die man will. Mit der Leidenschaft auch seinen Unterhalt zu verdienen und so. Dass man seinen Unterhalt verdient und dann, dass man da einfach im Endeffekt alle Rollen spielen kann, von denen man immer geträumt hat. Und dann kommt wieder die nächste Rolle und denkst wieder, wow, die wollte ich immer mal spielen. Und ich glaube, das ist der größte Luxus, den man in dem Beruf haben kann. War das bei dir so, dass du damals als Kind Aladdin gesehen hast und dir dann so dachtest, Mensch, also, das wäre doch toll. Also ich war ein riesen Aladdin-Fan als Kind. Das war mein erster Kinofilm. Aber ich habe damals nie darüber nachgedacht, auch als ich angefangen habe, mich für Musicals zu interessieren oder auch darauf hinzuarbeiten. Damals gab es das Stück nicht und ich habe nie darüber nachgedacht, dass dieses Stück kommt, dass es dann gerade kommt, als ich fertig bin und in dem Alter bin, das machen zu können. Das war dann Zufall und das kam dann eher, als ich wusste, es gibt das Stück. Da dachte ich so, eigentlich wird's doch ganz gut passen, oder? Hoffmann. Ja, sehr gut. Da, wo wir jetzt schon mal direkt von Aladdin und auch dem Kinofilm gesprochen haben, kommen wir zur letzten Frage. Ja. Von Lina. Und sie möchte wissen, ob du auch die Fortsetzung von Aladdin gesehen hast und wie du die mit dem Originalfilm vergleichen würdest. Witziger, ich habe das mal. Es gibt zwei Fortsetzungen. Es gibt einmal das mit den Dieben und einmal Jafars Rückkehr. Genau. Ich weiß, ich habe beide mal gesehen. Das ist aber ungefähr 100.000 Jahre her. Ich muss ehrlich sagen, also weiß ich, mit 12 oder so. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es da ging. Was ich mehr geguckt habe, war diese Serie. Es gab noch so eine. Stimmt. Stimmt. Ja. Fernsehserie, ja, genau. Die nur mit 20, 30 Minuten. Genau. Und das mochte ich echt gerne. Ich habe immer nicht verstanden, warum Iago da drin plötzlich vorkam. Ja, der ist in den Filmen auch später wieder so als Freund. So. Wieder. Weil genau, weil ich kann im ersten Film wird er ja mit Jafar in die Lampe reingezogen und ist weg. Und das habe ich immer nicht ganz verstanden. Aber ich muss sagen, das mochte ich ganz gern. Aber es ist eigentlich eine gute Idee, sich diese Filme mal wieder anzugucken. Ich habe letztens den Film selber wieder angeguckt und dachte, ach, wie gut eigentlich dieser Film gemacht ist. Nein, weil ich wirklich, Anfang der 90er ist das schon. Und wie witzig. Und ich meine, der Genie, egal ob auf Englisch oder auch mit der deutschen Synchronisation, ist richtig gut. Diese Stimme und natürlich die Animation. Klar. Und was dann auch lustig ist, das mal wieder sich anzugucken und zu sehen, okay, wo sind Parallelen, was haben sie geändert, wie sind die Rollen da angelegt, was kann man vielleicht doch ein bisschen mehr mitnehmen oder was macht man absichtlich anders, ob es. Hast du sonst einen anderen Disney-Film, den du über Aladdin stellen würdest? Oder ist Aladdin für dich so top-notch? Also Aladdin war auf jeden Fall als Kind für mich total die Spitze. Da kam nichts ran. Wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, was ich auch sehr gerne mag, ist Herkules und Mulan. Ah ja, Mulan finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich weiß auch Mulan, ich habe als Kind damit, ich weiß nicht, meine beste Freundin hat den geliebt und ich konnte damit nicht so viel anfangen. Und dann so eher im Nachhinein habe ich gemerkt, was gut
dieser Film ist und auch die Message des Films. Ein sehr unterschätzter Disney-Film. Ja, finde ich auch. Mulan, Herkules und Die Schöne und das Biest. Naja, auf jeden Fall. Ja, eigentlich könnte man die Liste immer so weiterführen, weil Disney hat sehr, sehr, sehr viel. Wenn ich mich jetzt oute, dass ich nicht der König der Löwen-Fan bin, dann hoffe ich, aber ich meine jetzt gar nicht das Stück, sondern den Film. Das, ich finde den auch toll, aber das war nie, hat mich nie so, vielleicht wegen den Tieren, vielleicht habe ich nicht deswegen nie so. Sprechende Tiere. Die gibt es ja aber eigentlich in allen, oder? Ja gut, wobei bei Mulan ist es ja eher so ein Drache, das ist ja schon stimmt, so ein Fantasiewesen. Ja, das eher, ist schon ne? eher so ein... Nee, aber wirklich Mulan, Herkules und das würde ich sagen, sind für mich die zwei jetzt im Nachhinein, wo ich echt sage, die finde ich auch, hoffentlich gibt es das mal. Das wären für mich auch ja, Stücke, ja, Herkules, Mulan, die könnte man sofort auf die Bühne bringen. Ja. Ich finde, die haben auch so eine tolle Message, muss ich sagen. Stimmt. Mulan mit dieser, auch mit diesem Geschlechter ja. Konflikt und auch Herkules mit diesem, okay, ich meine diese ich will was Besonderes sein, ich will meine Eltern stolz machen. Das ist ja so ein typisches Thema in den Disney-Filmen. Aber ich glaube auch einfach, die nutzen das, weil sich jeder Mensch damit identifizieren kann. Auf jeden Fall. Jeder will, dass die Eltern, dass die Familie stolz auf dich ist. Und dass die sagen, wow, das ist was Schönes gemacht. Und deswegen berührt, also weißt du, berührt das sofort jeden, weil jeder sich da irgendwie wiederfindet. Mhm. Sehr schön. Das war's dann auch schon mit diesem kleinen, schönen Interview. Danke für deine Zeit. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Das kostet nichts und tut niemandem weh. viel Spaß weiterhin im Theater an euch und bis demnächst. Macht's Tschüss. Gut. Tschüss. Ciao.